Hundefutter mal schauen und natürlich auch die ganzen anderen Hunde anschauen. Also baden, waschen 2 Stunden, föhnen 3 Stunden und kämmen noch mal 2 Stunden. Ja, das Wesen, die sind einfach tiefenentspannt und er hier speziell geht auch als Therapiehund mit meinem Mann und betreut also Kinder, die in der Schule total dicht gemacht haben, wo keiner mehr an die Kinder rankommt. Und dann kommt mein Mann mit dem Hund und auf einmal Kuschelfaktor hoch 1 und dann machen die auf und erzählen dann die Problematik. Keine Ahnung, wir wissen nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber es kam kein anderer Hund in Frage. Und ich sag mal so, es gibt wenig Hunderassen, die also sowohl fürs Sofa geeignet sind, als auch für eine Aufgabe für die Jagd. Weil er universell ist, weil er nicht zu groß ist, weil er jachtlich geführt werden kann, weil er einfach schick aussieht. Tolle Hunde halt. Wir haben uns von Anfang an verliebt. Na, morgen gibt es dann den besten Hund der Ausstellung. Ist das Highlight Open End, das ist klar. Ja, weil heute siegen, haben wir ja aus den FCI-Gruppen, die heute da sind, gibt es einen Tagesbesten. Der darf dann hier bleiben, kriegt von uns das Hotel gestellt und die Übernachtung quasi, ne, wird von uns auch versorgt. Das zahlt eben der Landesverband, damit er morgen im Stechen gegen den Tagesbesten von morgen um den Tagesbesten, also überhaupt den Besten der Ausstellung laufen kann. Die kommen aus der ganzen Welt. Wir haben einen aus Großbritannien hier. Ein Hund ist aus Großbritannien gemeldet. Wir haben Litauen drin. Wir Tschechien, Polen, klar, angrenzende Länder, Österreich, Dänemark, Schweden, Belgien. Es ist eine internationale Ausstellung, ja, und deswegen auch international.